Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faulab. Ich bin's wieder, Wladimir, und heute machen wir natürlich den großen... Heute machen wir natürlich den großen Mordauftrag, sozusagen. Ja, Mordauftrag ist auch nicht was Tolles, aber fassen wir erstmal kurz zusammen, was in der vorherigen Folge passiert ist. In der vorherigen Folge war ich zum Hub angekommen. Das ist eine Großstadt in Fallout und das ist wirklich sehr, sehr groß. Da sind viele Bewohner, die an der Oberfläche leben. Und da gibt es auch sehr viele Aufträge zu tun. Da gibt es eine Karawane, muss ich machen. Obwohl die erst am 3. Januar im Spieltagezeit, also nicht jetzt zum am 3. Januar, muss ich eine begleiten. Und dann habe ich mich auch den dort hiesigen Gangsterboss getroffen. Und der Gangsterboss hat gesagt, ich soll ihm einen Händler vom Leib schaffen, weil er nicht kooperieren will mit der Unterwelt. Gesagt, getan, Bezahlung ist 3000 Kronen, 500 Kronen im Voraus, 2500 Kronen danach. Also habe ich es auch sofort angenommen. Und ja, was gibt's denn Schlimmeres als beim Spiel als Mord, ja? Call of Duty, sag ich bloß. Da schießt man sich auch wie ein Haufen. So, also Spielladen. Spielstand für Let's Play 2. Nehmen wir nicht, wir nehmen den Spielstand für Let's Play. Laden den. Wir waren jetzt an der Tür und haben ja mit dem Typen geredet. Meine Waffe ist mein Messer. Den Eingang muss ich jetzt öffnen. Da ist der Eingang, den öffnen wir mal. Achso, der hat es uns erlaubt in der letzten Folge. Okay. Eigentlich muss ich ja nochmal zum Supermarkt. Weil ich ja mir eine bessere Waffe kaufen will. Und die bin ich der Meinung. Was ist das denn? Entschuldigung, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Mach schnell, ich darf im Dienst eigentlich nicht reden. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass niemand Mr. Hightower ärgert. Aha. Also ich wollte mal eigentlich diesen Hightower umlegen. Dann zeig mal, wie gut du ihn schützen kannst. Aha, danke für deine Zeit und tschüss. Okay, den Hightower will ich natürlich nicht umlegen. Also eigentlich doch, aber ich möchte ihn jetzt nicht umlegen. Das ist natürlich gefährlich. Da, ganz. Da sind Waffen. Komm schon, Tür öffnen. Kann ich die Tür nicht öffnen? Obsiguna Biss. Ach, das war der Laden. Bip. So. Reingehen. Das ist der Waffenhandel. Wird von Beth geführt. Sie kennt sich aus mit Waffen, aber noch besser mit Tratsch. Das ist schön. Ich habe ja Sprechen sehr gut gelernt. Hallo, womit kann ich dir helfen? Kann ich ein paar Fragen stellen? Ich möchte etwas kaufen. Gibt es hier in dieser Stadt einen Ort, den ich meiden sollte? Frage mal so. Oh ja, du solltest den Maltese-Falken so weit wie möglich fernbleiben. Decker und sein schleimiger Schoß und Kane sind üble Gesellen. Die fressen dich bei lebendigem Leibe, wenn du nicht aufpasst. Ich würde auch um Lorenzo von der Friendly Landing Company einen weiten Bogen machen. Ach da, da steht FLC. Friendly Landing. Wie kann man in dieser Gegend Geld verdienen? Also, ich brauche im Moment niemanden, aber es gibt ein schwarzes Brett in der Mitte der Merchant Market. Vielleicht findest du dort aufs... Okay, danke. Schade, dass sie im Moment keinen braucht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, sei doch nicht albern. Was kannst du mir über Decker erzählen? Also, es gibt ja jemanden, mit dem du dich nie anlegen solltest. Er macht mir Angst. Ihm gehört der Maltese-Falken. Warum sagst du das so? Ihm gehört der Maltese-Falken. Oder warum macht er dir Angst? Er ist der gefälligste Mann im Hub. Es wird gesagt, dass er dort das eigentliche Sagen hat. Nicht die Händler oder die Polizei. Solltest du ihm jemals über den Weg laufen, nimm dich in Acht. Okay, gibt es in der Stadt noch? Was kannst du mir über die verschiedenen Händler erzählen? Also, es gibt im Wesentlichen drei Händlergruppen. Die Water Merchants, den Crimson Caravan und die Fargo Traders. Sie sitzen auch im Stadtrat. Aber wen möchtest du etwas ist? Water Merchant. Sie haben die Kontrolle über das gesamte Wasser. Gierige Leute, für die ich nicht arbeiten wollte. Sie zahlen sauschlecht und die Jobs sind auch nicht besser, okay? Hatten sie schon immer die Kontrolle über das Wasser? Nein. Was ich so gehört habe, hat vor Zeiten eine Gruppe von Händlern den Wasserturm in Beschlag genommen und sich als Watermenschen ausgegeben. Die Menschen mussten ihr Wasser von ihnen beziehen. Der Krieg zwischen den Händlern dauerte Jahre, bis ein Mann namens Roy Greeny, ja genau, Justins Großvater,
vielleicht von Bieber, eine Vereinbarung aushandelte, die den Krieg beendete. Was für eine Vereinbarung? Naja, er gründete den Stadtrat und setzte einen Höchstpreis für das Wasser fest. Meiner Meinung nach hätten sie sie fertig machen sollen. Oh, entschuldige. Ich meine natürlich, sie hätten ihnen zeigen sollen, welche das Sagen hat. Klar, ich hatte nicht so viele Informationen erwartet. Entschuldige, aber manchmal geht's mir durch. Wolltest du sonst noch was wissen? Hm, das ist alles, danke. Ich brauche jetzt eine Waffe. Ich möchte etwas kaufen. Wenn du Geld hast, hast du meine volle Aufmerksamkeit. Oh, nette Rüstung. Wie teuer ist eine Rüstung? Nehmen wir mal eine, down. 559. Wie viel haben wir überhaupt noch? Wir haben 500. Und zwei Bücher. Oh, oh. Okay, also das lege ich mal weg. Wird später gekauft. Wird aber viel nützlich sein. Eine. Ein Speer. Okay, ein Speer brauchen wir. Hammer. 139. Und eine Pistole. 340. Vielleicht auch noch eine Shotgun. 950, okay, Shotgun ist zu viel. Aber eine Granate könnte man gebrauchen. 445, okay. Offer. Wie viel will ich? Ich will, kein muss jetzt alles wirklich so tippen. Das kann ich aber sagen, oder? Kann ich nicht zahlen geben? 4? Oh doch, kann ich. 4, 4, 5. Perfekt. So, Offer. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Perfekt. Talk. Okay, das ist ein gutes Geschäft. Dankeschön. Jetzt natürlich können wir speichern. Jetzt sehen wir den zweiten Spielstand. Ja, existieren, überschreiben. Okay. Wo ist heute übrigens das schwarze Brett? Keine Ahnung. Ich will mich hier hinbewegen. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Immer weiter. Hier hin. So, aber davor Inventar. Erstmal wird der Hammer als zweite Waffe. So, da. So, Waffe wird genommen. Waffe sollte eigentlich bereit sein. Aber ich will ja natürlich mit dem Hammer erstmal einen rüberhauen. Dann wird das Inventar genommen. Hammer habe ich. Wird zum Hammer gewechselt. Weil wird geschwungen und Hammer schlägt sofort bewusst. Somit muss ich ja reden. Komme ich angelaufen? Ja, super. Ich soll mich mit Hightower treffen. Okay, geh nur rein. Okay. Nichts, vergiss es einfach hier. Jetzt gehen wir rein. Mr. Hightower befindet sich wo? Ist das eine Frau, Mrs. Hightower? Ich muss mit Mr. Hightower reden. Okay, aber ich behalte ihn mal. Er ist in seinem Büro. Dankeschön. Immer höflich werden sein. Immer. Das ist die eiskalte Regel, wenn ihr einen Mord begehen wollt. Höflich sein zu den möglichen Leuten. Aha, das ist Mr. Hightower. Ich hätte ja für eine Granate auch hier durchwerfen können, aber naja. Reingehen.
Wer bist du? Wer hat dich reingesetzt? Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Leon hat mich reingesetzt. War nett, dich kennenzulernen. Mein Assistent Leon fühlt dich jetzt noch. Okay. Verdammt. Okay. Ich will hier keinen Ärger, deswegen gehst du jetzt lieber. Okay. Zum Glück haben wir das Spiel gespeichert. Das heißt laden. Ah ja, wir haben geladen. Also jetzt mit den Waffen. Okay. Das heißt dann wieder laufen. So geht's schneller. So geht's noch schneller. So. Leone. Da kannst du nicht. Leider laufe ich nicht so gut. Aber okay. Waffe weg. Hammer rauf. Down. Okay, der Typ ist sehr misstrauisch. Das haben wir jetzt gesehen, ja? Und weil er so misstrauisch ist, müssen wir jetzt härtere Kaliber ausfahren. Wir brauchen jetzt erstmal. Sollten wir fast zu ihm gehen. Hier hingehen natürlich. Wenn ich jetzt mit ihm irgendwie. Da war's. Laufen, 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 laufen. Aber bevor du hier bist. Wieder ein Speicher. Ja, so ein paar Sachen würden jetzt sagen, dass ich mir jetzt das Leben vereinfache. Ich sage mir, wer speichert nicht lieber ein zweites Mal ab? So, jetzt reden. Ich habe einfach Miss House und ich bin schon spät dran. Oh Mann, das bringt die Ärger. Miss Hightower hasst es, wenn seine Termine nicht eingehalten werden. Soll er die selbst den Kopf abreißen? Geh rein. Okay. No. So, Waffe wechseln. Auf dem Hammer. Ich habe dringende Nachrichten. Du kannst auch mit mir reden. Miss Hightower ist gerade beschwert. So, ich muss lieber persönlich mit ihm. Es geht um Leben und Tod. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Es ist sein Büro. Dankeschön. Okay, diese Version haben wir jetzt auch mal ausgetestet. Hm, hier gibt's keine Tür, oder? Mal sehen, weil ich versuche mich jetzt so an ihn ranzuschreiben. Irgendwas was zu klauen. Tür. Geh näher an die Tür. Aha, hier sieht er die Tür gar nicht. Doch, da öffnet die Tür. Ich denke immer, dass er mit dem Hammer jetzt die Wand einschlagen möchte, aber das will er gar nicht. Hm. Okay, dann lauf mal so rum. Ich habe nachher den Lebenssinn, ich muss mit dir reden. Dein Lebenssinn, ich muss mit dir reden. Decker will deinen Tod und hat mich engagiert. Du weißt offenbar nicht, dass du gleich sterben wirst. So. Los, Ian. Töt ihn. Au, meine Rippen. Yes. Hightowers Frau wurde umgebracht. Nein, seine Frau. Die hätten wir doch noch verkaufen können auf dem Schwarzmarkt. Okay, das ist natürlich nicht sehr gut. Mit einer Schrotflinte wurde Ian getroffen. Wehe, Ian stirbt. Ich hoffe natürlich jetzt, Hightower zu töten und somit ihre gesamte Gruppe zu demoralisieren. Ja.
Super, Ian. Oh, ich hoffe, dass er nicht auf Ian schießt. Ich hoffe, dass Ian auch mal das Stimpack benutzt, um sich zu heilen. Vier Trefferpunkte brauche ich dafür. Das war dein Freischuss. Oh, zum Glück daneben getroffen. Ian ist tot. Ian ist tot. Ian ist tot. Okay, diese Option ist auch keine Option. Warte. Vielleicht aber doch. Vielleicht, wenn ich die Granate nehme. Ist natürlich sehr riskant. Okay. Ich lade jetzt mal Feige wieder nach. Als wir vor der Tür standen. Mit ihm reden. Ja, ich möchte mit ihm sein. Oder wartet mal. Kann ich vielleicht durch sein Fenster eine Granate werfen? Weiß ich nicht natürlich, ob das möglich ist. Waffe wechseln. Weiß ja, dass hier sein Büro ist. Das hier ist blockiert. Okay. Und hier? Auch blockiert. Und wenn ich von hier gehe? Na, wahrscheinlich auch da ist blockiert. Wenn ich auch von hier gehe. Okay, ist alles blockiert. Sehen, welchen Weg wir wohl am besten nehmen. Warum komme ich jetzt hier nicht rein? Okay, wahrscheinlich weil ich die Waffe gezückt habe. Mal sehen. Oh, ich will, dass ich weggehe. Natürlich tue ich das nicht. Also, sowas hat mir natürlich nicht gefallen. Ja, okay, geh nur rein. Warte, was, wenn ich seine Frau als Geisel nehme? Ich muss mit Mr. Hightower reden. Okay, danke schön. Gut, er behält mich im Auge. Es sind ja hier mehrere Wachen, ich bin der Meinung. Ja, bin ich. Also sie wieder versuchen die Tür zu öffnen. Weil es war ich bin jetzt am Überlegen. So, er ist getroffen, ist tot. So, hoffen wir jetzt mal, dass niemand das bemerkt hat. Kommt schon, kommt schon. Oh, meine Güte. Oh, shit. Oh, shit. The darkness of the afterlife is all that awaits you now. May you find more peace in that world. Oh, verdammt. Than you found in this one. Okay. Okay. Granate werfen. Eine Option, die wir nicht nehmen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Typen am besten töte. Ich wollte seine Frau als Geisel nehmen. Das ist auch nicht möglich. Als Mitarbeiter von hinten komme ich auch nicht rein in sein Haus. Ich werde abgeschossen. Eiskalt abgeschossen. Das ist natürlich etwas doof. Aber ich denke mal, die Aufnahme
beende ich jetzt. Ist halt eine kurze Aufnahme. Dafür kommt die Folge danach schneller, als ihr denken könnt. Lichtgeschwindigkeit. Nein. Ich bedanke mich für Zuschauen und sage dann auf Wiedersehen. Ciao, ciao.